Also wo einmal? Gestartet sind wir irgendwo in Linz, dann über den Büren, bis wir dann eben zum Grenzübergang, Spielfeld, Schentil, Slowenisch, gekommen sind. Stundenlange Wartereien, kilometerlange Staus, heiß war es, schlecht war man. Aber trotzdem war es immer gerade mit einem Liedchen auf die Lippen, sind wir dann südwärts. Es hat dann einen Weg gegeben über Bosnien, an den habe ich aber keine guten Erinnerungen. Der mag zwar ein wenig kürzer gewesen sein, aber für mich war das immer mit einer elendigen Schweiberei verbunden, weil das so eine kurvenreiche Strecke war. Wahnsinn, besser war der Weg dann über Zagreb, dann über die Plitvicer Seen. Unser gelber Opel ist vollbepackt. Er sitzt auf. Im Auto duftet es nach Kaffee. Wieder einmal haben wir es mit unserem Schmuggelgut über die Grenze geschafft. Am Dach ist die Eingangstür für unseren Neubau im Dorf. Allen bringen wir Geschenke mit. Schokolade, Nylonstrümpfe, Rasierklingen. Die ersten Anzeichen der Versorgungskrise in Jugoslawien. Zwischen Knin und Drniš ist unser Dorf, Uzdolje, unser Weiler, Čenići. Da sind wir hier. Unten warten die Großeltern, Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen. Hier ist alles normal und selbstverständlich. Unser Weiler hat eine eigene Ortstafel. Čenići. Hier sind wir wer. Und mein Name klingt überhaupt nicht komisch. Hier bauen wir ein wunderschönes Haus. Und es ist klar, dass wir bald zurückgehen werden. Über Jahre hinweg träume ich, dass ich einer Schwalbe gleich durch unseren Rohbau fliege. In meinem Traum sind die Zimmer riesige Hallen. Etwas getrübt wird meine Stimmung nur durch den Umstand, dass immer ich den Nazi beim Spiel Partisanen und Faschisten, die Jugo-Variante von Räuber und Gendarm, spielen muss. Ich laufe hier schließlich unter Schwaber.